Mein Name ist Lena Ulbricht, ich bin Sozialwissenschaftlerin und leite die Forschungsgruppe Quantifizierung und gesellschaftliche Regulierung am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft, das Deutsche Internet-Institut. Für politische Akteure ist es eine Herausforderung, dass die Umstellung auf digital auch bedeutet, dass Systeme verletzlich werden. Daten können geklaut werden, Daten können manipuliert werden, ganze Computersysteme können ausfallen. Das hat weitreichende Folgen sowohl für Individuen als auch für Organisationen und ganze Staaten. Dieses Problem ist allerdings nicht nur durch kriminelle Organisationen verursacht, sondern auch durch Staaten, die sich dagegen aussprechen, dass bekannte Sicherheitslücken repariert werden. Denn Staaten nutzen Sicherheitslücken auch für eigenes Hacking. Eine weitere Herausforderung für staatliche Akteure ergibt sich im Ausbau der Infrastruktur. Deutschland liegt mit Blick auf den Ausbau der Internetinfrastruktur international im Mittelfeld. Und es wird immer wieder Kritik laut, dass der Ausbau zu langsam geht. Das ist ein Problem für Bürgerinnen und Bürger in ländlichen Regionen. Das ist auch ein Problem für ältere Bürgerinnen und Bürger und auch für benachteiligte soziale Schichten, von denen wir wissen, dass sie weniger Zugang zum Internet haben. Aus Blick der staatlichen Verwaltung ergeben sich aus der Digitalisierung aber auch viele Chancen. Ganz klassisch wollen Staaten zum Beispiel sehr viel stärker Dienstleistungen online zur Verfügung stellen, damit Nutzerinnen und Nutzer eine niedrigere Hürde haben, um staatliche Leistungen zu beantragen oder um sich auch Informationen über Staat und Politik zu verschaffen. Estland ist hier ein Land, das schon sehr viel erprobt hat. Beispielsweise bekommen Bürgerinnen und Bürger dort die Steuererklärung durch den Staat zugesandt und müssen diese nur noch unterschreiben, also freigeben. In Deutschland geht die Digitalisierung der Verwaltung sehr viel langsamer voran. Allerdings ist das nicht nur schlecht. Hier bemüht man sich, hohe Datenschutzstandards aufrechtzuerhalten und sich auch unabhängig zu machen von großen Technologiefirmen wie zum Beispiel Microsoft. Aus der Digitalisierung ergeben sich auch Chancen für die Demokratie. So sind in den letzten Jahren beispielsweise auch zahlreiche Partizipationsverfahren erprobt worden, die auf dem Internet beruhen. Beispielsweise Online-Petitionen, Abstimmungen, aber auch Beteiligung an Gesetzgebungsverfahren. Politische Akteure haben digitale Technologien aber auch für Repräsentation verwendet. Beispielsweise untersuchen Parteien, Verbände und auch Regierungskanzleien öffentliche Meinung innerhalb der sozialen Medien mit sogenannter Sentiment Analysis. Das sind Verfahren, die helfen können, mehr als das, was die amtliche Statistik uns über die Bevölkerung sagt, zu erfahren. Sehr wichtig dabei ist allerdings, dass traditionelle demokratische Institutionen nicht ersetzt werden. Digitale Technologien können also daneben treten und diese ergänzen, sollten sie allerdings nicht ersetzen.